Hallo Leute, wir befinden uns im Schwarzwald, im schönen Schwarzwald mit den hohen Bäumen und Tannen. Und ich hatte meinen Pkw die letzten paar Wochen nach Anordnung auf dem Besucherparkplatz der gebührenpflichtig der Zelenus Klinik geparkt. Und man hatte keinen Hinweis mehr gegeben oder dergleichen. Und als ich jetzt nach ein paar Wochen mir mein Auto anschaue, ist das Auto leider mit einer klebrigen Substanz überzogen, die sich zwar mit einem geeigneten Reinigungsmittel noch entfernen lässt, obendrauf, wo aber unten drunter dann der Klarlack angefressen ist, als wenn die harzige Flüssigkeit säurehaltig gewesen wäre. Also ich kann nur jeden warnen davor, sein Auto auf der Zelenus-Klinik im Schwarzwald, auch wenn das hier bezahlt werden muss, was ich sonst auch noch nirgendwo erlebt habe, abzustellen ohne eine entsprechende Schutzhaube oben drüber. Das ist nicht gerade ein preiswertes Auto und ob der Lack mit einer Aufarbeitung noch mal zu retten ist, wird sich noch zeigen.